Noch ein Wort über meinen Prozess. Nee. Und darüber, dass Sie nicht satisfaktionsfähig sind. Ich wollte doch nur... Was? Nein. Alfred! Bernhard, du... Du Schnapsnase! Seit wann? Seit heute Morgen. Woher? Sieh mich an. Durch? Anzug aus London, Hut aus Paris, ja, die Stiefel, die sind aus Wien, die Uhr aus Genf und die Zigarren aus Kuba. Und du selbst? Afrika. Aha. Löwenjagd. Ha! Ich hatte noch nie. Es war eine Nacht. So eine Nacht da. Untergreifst du? Inshallah. Warum? Ja, ich besuche gerade Freunde auf der Bank. Ich bin gerade blank. Wie wär's mit heiraten? Ja, und du, was? Ja, ich sitze auf der Straße, bin rausgeflogen. Mach mich gerade selbstständig. Wie wär's mit heiraten? Geht nicht. Warum nicht? Schulden. Entschuldige. Ich... wohin? Nachtlager. Wo? Chausseestraße. 198. 198. Pension Schöller. Aber das Füße Schnapsnase. Was sehen wir uns? Oh! Schon wieder. Sie haben gelacht. Entschuldigung, Sie wissen Sie vielleicht, wie Chausseestraße. Die Chausseestraße ist eine 98. Sie werden das Beste tun. Sie kennen die Chausseestraße 198? Gewiss. 198,5. Nee, ganz nicht an. Ich kenne sie ganz. Dort ist eine Pension. An so einer Fremdenpension. Und der Pächter der Pension ist mein Vormund. Aber heute Abend, da wird Herr Schöller, dessen Pension ich mir meines riesigen Aufenthaltes zu Boden beabsichtige, Herr Schöller ist Ihr Vormund. Ja, genau. Herr Schöller ist mein Vormund. Herr Schöller. Schöller? Ich dachte, er heißt Schöller. Ja, eben. Amadeus Schöller. Deswegen heißt die Pension Schöller auch Pension Schöller. Nein, Schöller, Pension Schöller. Sag ich doch, Schöller. Sagten Sie nicht, Sie sagten ganz eindeutig Schöller, aber es heißt Schöller. Sie hat es gehört. Sie haben eine... sehr feines Ohr. Ja. Ich habe ein Problem. So kleines Problem. Der Buchstabe. Er fällt mir nicht leicht. Manchmal, dann läuft es ganz glatt und flüssig. Schöner. Zum Beispiel. Aber meistens will es einfach nicht so. Nein, nicht so. Ich treffe das nicht. Klassiker. Ehe ich nicht auffalle mit der berühmten Marlene zu ziehen. Aber neide ich unter Lampenfieber. Aber meine Lehrer entfielen von meinem Talent und ich nehme täglich Unterricht. Jede Lektion zahle ich 5 Taler. Aber wenn ich nur fleißig übe, sagt er dann, stehe ich im Bände in der Öffentlichkeit, stehe im Rampen nicht und falle durch. Durchfallen? Erlauben Sie mal. In meinem Roman fallen Sie eben durch. Tantchen, hat gestimmt. Und wenn du mit Onkel ein gutes Wort für mich einlegst, ausgerechnet für dich. Aber Tante, du Tante Marche, du Luftikus. Stimmt. Na, naja, blöd genug wäre, oder? Wo ist denn? Da bin ich. Endlich, wo warst du denn? Da vorne, da hinten, da drüben. Wozu bin ich in der Großstadt, um nicht ein bisschen Spaß zu haben? Alfred! Okay. Du hier. Hier. Wie man sich trifft. Und das trifft sich. Wer? Ja, wie sich das trifft, mein Junge. Hörst du? Ja, ja. Also genau, das trifft sich. Klappwort. Ja. Alfred hat die Stelle verwechselt, macht sich jetzt selbstständig und sitzt. Ha, wie sich das trifft. Oh, höchste Zeit, dass du sonst verpasst du deinen Zug. Ich? Hier? Nein, 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 du. Verfährst du denn nicht? Nein, nein, ich fahr nicht. Ich bleibe. Und kommst morgen? Oh ja, oder übermorgen. Übermorgen? Ja, oder? Was vor? Genau, Geschäfte. Spute dich, sonst... Schlagwort. Widerworte. Nein, ja, wieder. Ja, also ich... Und deswegen, weil du immer wieder diese Widerworte gibst, immer wieder diese widerlichen Widerworte gibst, deswegen wird, wenn du noch ein weiteres von diesen Widerworten gibst, mein letzter Wille, ich gehe. Alfred, pass auf ihn auf. Wie an einem aufs andere. Komm, dein Zug, komm. Und pass du auf Alfred auf. Ja, dein Zug pfeift, komm schon. Pass ja auf euch auf. Ja. Dann. Na, endlich. Was ist das denn hier? Alfred, dann werden wir also unter uns. Unter uns, Männern. Ich habe gehört, du bist im Begriff, dich selbstständig zu machen. Genau. Warum eigentlich? Oh. Aha, du möchtest also etwas etablieren. Genau. Was? Ein Etablissement. Und brauchst einen Kapitalisten, der dir etwas vorschießt. Stimmt. Hast aber noch keinen. Das stimmt auch. Selber schuld. Ja, auch Schulden. Also, hast du denn gar nichts gekriegt? Du brauchst Geld, ja? Und das bekommst du. Aber nur, wenn du mir einen Gefallen tust. Aber natürlich. Was meinst du wohl, warum ich unseren Drachen nach Hause geschickt habe? Ich will galantes Abenteuer. Nein. Abenteuer, ja. Galant, nein. Nein. Oh Gott, die Zeit ist wahrlich vorbei. Nein. Also ist es so. Ich will. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss. Jetzt hilf mir doch. Du willst. Nein, nein, nein. Oder? Nicht doch. Das ist nicht gut. Nein. Also, ich habe vor kurzem. Nein, das ist auch nicht gut. Ich habe seit langem, also seit ich diesen fesselnden Artikel über Heiratscheidung, ich weiß es gar nicht gelesen habe, also du verstehst, fesselnd, ja, seitdem ist mir der Gedanke zwar geworden, einmal im Leben eine solche Anstelle zu besuchen. Ja, das ist doch verrückt. Eben, namentlich die Abende, die Soireen. Es soll so etwas geben wie die lange Nacht der offenen Tür. Das soll das Interessanteste sein, was man sich mir vorstellen kann. Du behauptest doch mal, du kennst die halbe Stadt, oder? Stimmt. Also, ich erwarte fest von dir, dass du zur Gelegenheit hast, einen solchen Abend. Ich freue mich doch schon seit Jahren darauf. Du wirst doch wohl deine Erben und deine Söhne. Was hört? Ein Unfall. Ein Unfall. Gar mit Toten. Das muss ich sehen. Ich bin sofort wieder zurück und dann ab in die Anstalt. Bis gleich. Okay. Weg ist er. Ich am besten auch. Wohin? Pension Schöller. Heute Abend Gesellschaftsnight. Soiree musikal. Ich bin eingeladen. Mit begleitet. Wenn du willst, kannst mitkommen. Du Schnapsnase. Sind denn auch Weiber da? Natürlich sind Weiber da. Ja, bitte? Ach Mensch, Alfred, nur weil du bei mir schuld warst. Es war im Mai vorhin, ja. Und jetzt haben wir September. Wo willst du hin? Schüsselstraße 198. Pension Schöller. Nicht Zufall. Wieso? Später. Also später? Es war also im Mai vorigen Jahres. Als Sie zum ersten Mal sagen. Ja, und inzwischen haben wir September. Überspringen wir die Zwischenzeit. Ich bin noch in gewisser Herr. Jetzt hätte ich eine Ankündigung zu machen. Aha, ich stehe im Begriff, mein Geschäft zu gründen. Oh, gratuliere! Und was für eins auch, wenn ich fragen darf. Oder eine Art Antur, eigentlich ein Reisebuch, nein, eine Bewerbung zu meinem Grunde, eine Inkasso, kurz ein Etablissement. Aber, mein Onkel würde das Geld forschen. Oh, gratuliere! Wie viel? Weißt du, was er im Gegenzug dafür verlangt? Er will einer Soiree beiwohnen mit Geisteskranken in einer Heilanstalt. Woher weißt du das? Ja, ich habe zugehört. Und wenn es nicht klappt, dann lässt er schön bleiben. Genau. Ja, Alfred, und mein Geld, wann kann ich... Unmöglich! Da muss eben das Unmögliche möglich gemacht werden. Wie, was? Wo? Komm heute Abend zu Schöller, da wohnen noch lauter Verrückte. Ja, eben. Wieso eben? Du bringst den Onkel zu Schöller in die Soiree und dann machst du ihm weiß, es wäre eine Heilanstalt. Wie kannst du mit so einem normalen Gesicht dann so wahnsinnigen Vorschlag machen? Oh Mensch, Alfred, jetzt sei doch nicht so schwerfällig. Abgemacht. Nein. Ja. Nein, doch. Nein. Also, du schuldest mir immer noch eine ganze Stange Geld. Was für ein Trip. Wahnsinn. Das ist... Und ich habe doch eben noch... Ach, da ist er ja. Wunderbar. Eine Leiche. Ein Schwerverletzter. Eine Totgeburt. Bei der ist sie auch noch erwischt. Schade. Wie bitte? Schade. Ja, Alfred, hast du dir was überlegt wegen Anstalt und so? Nee. Also, nee. Nicht aber Herr Alfred, es ist doch abgemacht. Wer sind Sie denn? Frau Dr. Friedrichsen, Nervenspezialistin, Institut Schöller. Und Alfred hat Ihnen einfach so von meiner Absicht erzählt, ja? Ja. Moment, du sagst es. Heute Abend. Heute Abend schon. Fräulein Doktor wird uns natürlich begleiten. Sie verpflichten mich ganz außerordentlich, Fräulein Doktor. Oh, sind doch wohl hoffentlich auch. Interessante Patienten anwesend, oder? Oder solche zum Beispiel, solche zum Beispiel, die sich vorstellen, der Kaiser von China zu sein und jeden Fremden foltern oder gar hinrichten lassen. Also, mit schweren Fällen kommen Sie bei solchen Gelegenheiten nicht zusammen. Schade. Das kann ja heiter werden. Eben! Ich habe noch eine viel bessere Idee. Vielleicht ist ja jemand anwesend, der stellt sich vor mir, der fällt von mir und hat immer Angst, dass ihm jemand aufs Spital tritt. Also Sie machen sich ja völlig falsche Vorstellungen von unseren Patienten. Unsere Kranken benehmen sich und reden wie normale Leute. Wie wir. Aber Sie haben doch trotzdem eine Macke, oder? Also, das ist doch das Interessante. Natürlich, wie du, ich und Sie. Aber auch das Studium damit ja nicht anmerken lässt, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast. Auch vor dem Herrn Direktor. Ja, ist ja gut. Nun sag mir doch, wie heißt denn die Anstalt? Schöller, Pension Schöller. Ha! Pension Schöller, das wird ein lustiger Abend. Wo sind denn unsere Herrschaften? Sind auf ihren Zimmerchen. Wenn die Gäste von draußen heute pünktlich kämen, dann wäre es doch sehr unangenehm, wenn... Wer käme denn heute von draußen? Zwei Herren. Die Klapproths. Neffe und Onkel. Klapproth. Financière en retraite. Lebt auf dem Lande. Chateauchen. Très respectable. Oh, wenn noch einer von diesen beiden... Ach, wenn doch nur einer käme und meine Frederike nehme. Schwägerin, ich habe es satt. Das ist jetzt immer nie geworden, diese... Deine Jagd auf einen Gatten. Diese, meine Gattenjagd ist unsere Frederike. Wenn sie sitzen bleibt, wer zahlt dann? Ha? Du als mein Schwippschwager, ich als Mutter sehe es als meine Pflicht, dann darauf bedacht zu sein, dass ernsthaft versorgt wird. Lächerliche Ängstlichkeit. Sitzen bleibt. Eine Fratzi, deine Fritzi bleibt nicht sitzen. Fritzi, für dich, Herr Schwippschwager, ist Fritzi immer noch Frederike. Fräulein Frederike? Nein, Fräulein Frederike kriegt schon immer. Auch ohne deine Kopulation. Mit dieser deiner lächerlichen Feilbieterei wird sie geradezu kompromittiert. Das verstehst du nicht. Als Mann verstehe ich, dass da was ganz anderes dahinter steckt. Wenn du meinst, dass ich meinerseits... Dann kann ich nur kichern. Komm du, lieber um dein Mindel-Eugenia. Wo ist denn unsere Eugenia? Dies dein Mündel, Eugenia Rampel, steht in einem stillen Winkel und nähert eine neue Ranne. Sie wird doch heute Abend nicht auftreten wollen. Diese Kretinen. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn sie wegen dieses Schnickschnacks ihre Stelle bei der Bank verlöre. Werde ich hier wohl wieder mal den Kopf waschen müssen. Aber heiß, ganz heiß. Ein gescheiterter Künstler in der Familie reicht. Ich bin nicht gescheitert. Ich habe verzichtet. Und du... Oh, entschuldige mich! Oh, Fritzi! Fritzi! Eugenia! Oh. Es ist und bleibt eine ungeheure Frechheit. Zu spät, wenn das nur gut geht. Zurück geht es nicht mehr. Wo ist denn der? Oh, hier bin ich! Hallo! Na? Haben Sie sich versteckt oder was? Das ist in jedem Moment gekommen. Eugenia? Das ist der Herr Direktor. Fräulein Friederike, haben Sie diese Kritik von Eugenia gesehen? Und die Gäste. Seien Sie herzlich willkommen, meine Herren. Sie sind von einer schmeichelhaften Pünktlichkeit. Jetzt geht's los. Mein lieber Herr Direktor, die Herren konnten es kaum erwarten, unser Institut kennenzulernen. Und vor allem treibt es sie unserer berühmten Soiree beizuwohnen, wenn ich vorstellen darf. Herr Klapproth-Philipp, Herr Direktor Schöller. Herr Klapproth-Alfred, Herr Direktor Schöller. Amadeus, Wilhelm Amadeus von Schöller. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wie zu Hause fühlen. Wie zu Hause? Ich sehe mal nach der Altin Eugenia. Er hat wohl wieder ihren Schuh. Aha, ich verstehe. Fräulein Doktor kümmert sich um die schweren Fälle. Ja, Fräulein Doktor. Ich verstehe schon. Schwere Fälle, ja. Unsere Eugenia. Ich habe schon viel von den Gesellschaftsabenden gehört. Ich bin stets verstrebt, meinen Pensionären den Aufenthalt in diesem Hause so angenehm wie möglich zu gestalten. Komfortables Möblement, vorzügliche Verpflegung, reizende Zimmer, Musiksalon, Lesekabinett, persönliche Nasszelle mit Duschapparat. Empfehlen Sie ein Hotel Ihren Freunden und Bekannten. Sie sind mein Freund und Bekannten, Ihr Hotel. Sie sind ein fideler Herr. Wenn Sie hier mal übernachten wollen, sind Sie hier. Wie bitte? Übernachten? Sie wollen mich ja wohl zum... Na, Moment, bitte. Und was ist, wenn Sie mich nicht mehr rauslassen? Ha? Oder zu den anderen Kranken einsperren? Okay, nimm dich zusammen. Einmal Anstalt, immer Anstalt, sag ich dir. Was ist denn da los? Bitte? Was ist denn da los? Ich muss noch mal eben nachgucken. Bitte entschuldigen Sie, ich meine... Das wird doch wohl keiner entkommen sein, oder? Okay, du darfst dir nichts anmerken lassen. Ja, man muss sich an eine neue Umgebung erst einmal gewöhnen. Wenn das so gut geht. Ach, keine Sorge, mein Kleiner. Komm, wir gucken mal da hinten runter. Mein Gott, Sie haben vollkommen recht. Bitte beruhigen Sie sich. schlimmer als der Staatsanwalt in meinem Prozess damals. Die treibt mich mit ihrer ewigen Fragerei noch ins Grab. Wissen Sie was, Herr Direktor? Diese Dame ist verrückt. Total verrückt. Seit wann haben Sie eigentlich verrückt, Herr Direktor? Wenn diese Dame hier bleibt, dann ziehe ich aus. Major. Lachen Sie etwa über mich? Was über Sie? Gebe ich dazu. Schade. Wenn ansonsten Gnade Ihnen. Moment mal, Sie kenne ich doch auch. Genau. Wie genau, das wird sich ja noch zeigen. Moment mal, ihr kennt euch? Ich will nicht widersprechen. Und Gnade Ihnen, dass ich etwas zu tun habe. Entschuldigen Sie bitte, meine Herren, unser lieber Herr Major. Unser Major hat heute seinen schlimmen Tag. Ja, das haben wir auch nicht anders erwartet. Achso, ja, kommt bei den Besten vor, wollte ich sagen. Ja, er hat sich über eine Dame geärgert, die heute bei uns eingezogen ist. Diese Dame dichtet Romane und hat die leidige Unsitte, um schriftstellerisches Material zu sammeln, jeden Menschen, der ihr in den Wurf kommt, mit ihren Fragen zu quälen, zu stören, zu foltern. Fein formuliert! Fein formuliert, Herr Direktor. Ich hätte gedacht, dass Sie das in sich haben. Wirklich. Verfasst Romane, leidige Unsitte. Sie verstehen sich ja wirklich auf den Umgang mit Patienten, auf Kranken, auf. Ja, mit dem Major, da muss man sich ohnehin in Acht nehmen. Er hat so seine kleinen Eigenheiten. Von militärischen Angelegenheiten darf man in seiner Gegenwart nicht reden. Seitdem er damals den Prozess verloren hat, wittert er in der harmlosesten Äußerung eine Anspielung auf dieses unliebsame Ereignis. Ja, en plus, von Richtern und Anwälten darf man in seiner Gegenwart auch nicht reden. Es ist einfach... Und was das Kapitel Liebe, Ehe und Weiber angeht, ist er womöglich noch verstörter. Es scheint in dieser Angelegenheit allerschlimmste Erfahrungen gemacht zu haben. Ja, der Direktor, muss ich schon sagen. Ja, ja, kenne ich Verfolgungswahn. Deswegen fordert er jeden zu wählen. Ja, ja. Na, der macht das nicht. Wollen Sie nicht weiter erzählen, lieber Major? Nein, Major. Was fühlten Sie, als Ihren Herzen? Schon wieder. Oder Ihre letzte Frau. Noch ein Wort. Oh, und Ihr Lieblingsgericht? Das war ein Justizirrtum. Oh, Sie müssen diese Witze haben. Kurze Zwischenfrage. Wissen Sie eigentlich, was Sie sind? Ja, ich bin Schriftstellerin. Ja, natürlich, Schriftstellerin. Natürlich. Sie sind doch... Darf ich Sie bitte vorstellen? Ja, das sind die Herren Krüger... natürlich, Sie sind Frau Krüger. Das sind die Herren Klapproth Senior und Junior. Das ist Fräulein Krüger. Ja, ich bin Krüger, Schriftstellerin. Was, schon wieder Schriftstellerin? Bekannt unter meinem Künstlernamen, Dorette Eckert. Das sagt mir nichts. Sie kennen doch sicher mein verkanntes Herz. Ich persönlich nur. Mein größter Erfolg, ein verkanntes Frauenherz. Ach so, ja, natürlich, ja, das sagt mir was. Ja, ich weiß, Herr Direktor, nicht widersprechen. Genau. Ja, ja. Ah, die Herren Gäste, Sie müssen meine Tochter kennenlernen. Ja, Friederike, kommen Sie doch mit mir. Einfach, du bist. Mon Dieu! Moment, das war jetzt aber so nicht geplant. Moment, ihr könnt mich doch jetzt nicht einfach hier allein lassen. Alfred, nein! Oh Gott, was ist denn los mit euch? Oh Gott, oh Gott. Ha! Sie haben aber einen ausdrucksstarken Kopf! Das hat mir wirklich noch niemand gesagt. Man sieht Ihnen auf den ersten Blick an, dass Sie Finalist und Finalist haben, habe ich gedacht. So was, ja, mein Leben ist ein wahrer Mann. Das müssen Sie mir erzählen, bitte! Ja, von mir aus, jetzt bekommen Sie was zu hören. Darf ich mir Notizen machen? Klar, tun Sie sich keinen Zwang an. Was sind Sie eigentlich für ein Landsmann? Portugiese! Ja? Oh, einen Portugiesen hatte ich noch nie. Sie sind? Giese. Wie das kommt, das weiß ich selber nicht. Nein, denn über meine Geburt, da schwebt etwas sehr Dunkles. daran ist. Und eines Tages, da sagte mein Vater zu mir, er sagte zu mir... Moment mal! Ich dachte, sie wären elternlos. Verdammt, die Kuh ist auf. Da sagte mein Pflegevater zu mir, natürlich, ja, mein Pflegevater pflegte stets zu mir zu sagen, Junge, forsche nie nach deinen Eltern, denn es wäre ihr Tod. Oh. Welche Perspektive für eine denkende Schriftstellerin. Zwei Worte, forsche nie. Zwei Worte ergeben Inhalt für 5 Kapitel mindestens. Sie verlebt natürlich eine freudlose Jugend. Ja, natürlich. Der Makel einer wahrscheinlich illegitimen Geburt lastete schwer auf ihnen. Sie mieden die Gesellschaft, waren ausgestoßen von derselben und grübelten über ihr herbes Geschick. Warum ich? Warum nur ich? Gott, mit Neid blicken sie auf das glückliche Familienleben ihrer Kameraden und bittere Gefühle bemächtigten sich ihres Herzens. Warum ich? Schweigen Sie, die Schilderung dieser Seelenzustände gibt ein hinreißendes Kapitel, eine wahre Fundgrube. Endlich, nach langen, schweren Kämpfen errangen sie Stellung, Vermögen und fanden eine gleichgestimmte Seele. Ein edles Weib, sie sind verheiratet. Nein, nicht, dass man sie missversteht. Ich bin Junggeselle, meine Schwester führt die Wirtschaft, ja. Ihre Schwester? Warum nicht? Na, woher wissen Sie denn, dass es Ihre Schwester ist? Oh, verdammt, die passt ja immer noch auf. Das weiß ich. So. Nun, dann scheint Ihre Schwester wohl auch eine sehr belebte Vergangenheit unter sich zu haben. Meine Schwester? Ja, natürlich meine Schwester. Ja, natürlich meine Schwester. Also, das Ganze war so. Sie war nicht da. Also, das heißt, sie war verschwunden. Ja, sie war verschwunden. Und als ich sie wiedergefunden habe, da war sie mit einem Russen verlobt. Ja. Oh, ja. Mit einem Russen? Ja. Hochinteressant. Wie kann das? Ja, das kam so. Jetzt halten Sie Ihren Stift fest. Passen Sie auf. Also, da war dieser edle junge Franzose und... Moment, habe ich nicht vorhin irgendwas anderes gesagt? Dieser edle junge Russe, genau. Ein Russe war's. Und der hat sie aus den Fängen eines türkischen Russen, wie sie es befreit, verdammt, Fremdwörter sind auch nicht so meine Stärke, aus seinem Harem, genau, ja, aus seinem Harem, in dem sie von ihrer Familie aus unerbittlichem Rassenhass verkauft wurde, ja, so kam es, ja. Entsetzlich! Ja, das kommt noch viel schlimmer, oh Gott, wie will das alles angreifen? Ich werde Sie wohl ein andermal um Fortsetzung bitten. Tilly! Na, Eckert! Wieder auf Menschenjagd. Ja, wer es ernst meint mit seiner Berufung, der lässt sich noch so kostbare Gelegenheiten aus dem ewig sprühenden Bau des Lebens zu schöpfen nicht entgehen, nicht wahr? Darf ich die Hand miteinander bekannt machen? Lack, ruhigfallweise und der berühmte Bernhardi-Löwenjäger. Löwenjäger. Ja, Löwenjäger, ich sehe schon. Mich entschuldigen, die Herren, ich muss mir erst noch ein paar Kapitel von der Seele schreiben. Ich weiß schon, wie ich beginne. Und die Bäume funkelten am Meeresgrund und die Sterne plätscherten am Firmament. Am Firmament. Ja, am Firmament. Oh. Sie wohl auch bei Schöller? Nein, ich bin nur Besucher hier, ich bin nur Gast. Schade, Sie würden gut zu uns passen. Ach, wirklich? Ja, man wird hier vorzüglich betreut. Ich will's hoffen. Freilich, ein Mann wie ich, immer auf Reisen, die eine Nacht im Hotel ersten Ranges, die andere unter nacktem Sternenhimmel, ja, am Indianerfeuer, in schmierigen Kavansereien, an heißen Hottentottenkran oder am Eskimo-Ido-Lager, neben dessen Nebenfrau. Ja, und heute eben in der Pension Schöller. Sie beschlafen wohl die halbe Welt, was? Nur, ja, ein wenig. Ja, aber es gibt wenig Erdteile, die ich nicht durchpflügt. Völkerschaften, mit denen ich nicht verkehrt, ja, Schweinereien, die ich ungern ausgelassen hätte. Ja. Oh, im Ural habe ich Beeren erstochen. Ja. Und in China Drachen steigen lassen. In Australien Diamant geerntet und in Kalifornien nach Gold gebuddelt. Walfischfang in der Hudson Bay. Können Sie sich das vorstellen? Und das Beste, Wippenverbrennungen ersten Grades in Indien. Ja, Sie glauben, ich schwindle? Was? Nein, mein Gott, nein, ich habe selber jahrelang von so etwas geträumt, ja. Ja, sehr gut. Die meisten Spießer finden sogar kein Interesse an meiner Passion. Die nennen mich hinter meinem Rücken verrückt. Ja, kann man so sagen. Verrückt. Sie etwa auch? Nein, was? Ja, also doch, ja, nein, also was gibt es denn Verrückteres als die weite Welt zu reisen? Nicht wahr? Ja. Wissen Sie was? Wir zwei, wir reisen zusammen. Oh, los, schlagen Sie ein. Ja, super. Fantastisch. Aber kein Wort zu Schöller. Der arme Herr ist immer darauf aus, seine Gäste so lange wie möglich an sein Haus zu binden. Verständlich. Was ist verständlich? Bestimmt ist er verstimmt, wenn Sie sofort wieder abweisen wollen. Ja. Ja. Wissen Sie das? Ich hol schon mal Shampoo. Aber kein Wort zu Schöller. Shampoos. Ja, mal schade. So ein potenter Mann. Und jetzt schmiedet er die haarströmsten Reiseprojekte und denkt, ich fahre mit ihm nach Timbuktu. Sie waren schon mal in meine Großmutter, die hat das schon mal. Ja, komm, zurück. Aber der Shampoos. Ja, der Shampoos, natürlich. Oh, bin gespannt, was jetzt kommt. Oh. einem leichtsinnigen Spring ins Feld an Vertrauten. Freilich. Wenn natürlich ein reiferer und würdiger Mann käme, das wäre etwas anderes. Mhm. Nur ein reifer Mann, der sich die Hörner schon... Nur der weiß keine Qualität zu schätzen. Und sie kann kochen. Überhaupt eine Erziehung hat das Mädchen genossen. Hat auch ein Halbjahr gekostet, aber ich sage immer, eine gediegene Erziehung ist die beste mit Gift. Ja, man wird schon sonst nichts. Hier habe ich nicht recht geklappt. Aber sicher noch weniges Fräulein, ja. Wirklich mal ein vernünftiger Mann in diesem Haus. Richtig sie ohne ihren Leben taxiert, ja. Wir verstehen uns jetzt. Aber sicher weniges Fräulein, leck mich doch. Da verstehe ich noch nicht. Aber unbedingt, ja, wirklich gerne. Ja, das Schampus! Komm her! Schnell! Ja, gleich! Ich will sie nicht länger. Ja, danke. Aber wir sehen uns noch. Ja, bitte. Auf Friederike, hör, der Herr Schampus möchte dich gerne. Ich hab wirklich nicht. Oh Gott, ja, die Kriegsverletzung. Ich hab den richtigen. Sie lasse ich nicht mehr los. Ja, schön. Und tschüss. Fisch. Oh Gott, das sieht ja auch aus hier. Was ich seit 1,5 Jahren, seit ich ihrer zum ersten Mal ansichtig wurde, gedacht, gefühlt, empfunden habe. Unablässig im Wachen wie im Traume begleitet mich ihr liebes, holdes Bild und heitere Zukunftsfantasien von Liebe und Glück umgaukelt mich, sagte er und ergriff ihre Hand. Wie schön. Oh, Fräulein Friederike, lassen Sie mich gestehen, was ich seit so langem in tiefster Herzensfalte verborgen trage, lassen Sie es mich hinausjauchzen in alle Welt. Mein süßes Geheimnis. Oh Gott, das ist wie von mir. Oh, Friederikchen, Herzensschatz, süßes Mädchen, ich liebe dich. Ausrufezeichen, Gedankenstrich. Wie? Scheiße. Kannst du dir sonst wohin jetzt die andere. Hui, war das nicht eben das Fräulein Doktor? Soll ja vorkommen, dass auch die Ärzte in solchen Anstalten. Und dann dieser Weltreisende erst. Bis nach Hinterindien hat er unser Weltreisebelay mittlerweile kombiniert. Gott, fehlt eigentlich nur noch ein Abstecher auf den Mond, wenn ich ehrlich bin. Lachen Sie mich etwa aus? Nein, ich würde niemals einen so verdienten Veteranen wie Sie auslachen. Verdient? Veteran? Ha! Das ist wohl eine Anspielung darauf, dass ich damals nicht im Krieg war. Nein, ich weiß ja mal, Sie machen einen ganz kurzen Prozess mit denen. Prozess? Ich hab gar nichts gesagt. Nein. Prozess? Nein. Sie legen es wohl darauf an, mich zu beleidigen, was? Wir sehen uns wieder, ja. Und Sie merken Ihnen was, dass meine Pistolen beim Schuster sind. Meine Stiefel beim Büchsenmacher. Entschuldigung, Was nuscheln Sie denn da in Ihrem Bad? Nicht. Jetzt sprechen Sie doch deutlicher. Ich weiß es. Machen Sie es wie Demosthenes. Der hatte einen ähnlichen Fehler wie Sie. Er hat Kiesensteine in seinem Mund gemacht. Und ganz viele Kiesensteine. Am Meeresufer, ans die Flut toste, hat er seine Lektionen in voller Lautstärke gelesen und wurde geheim. Demo, wahrscheinlich noch bevor. Aber klar. Moment. Das ist nicht nötig, wirklich nicht. Geduld. Einen Moment. Eine kurze Textprobe. Hallo, Sie die Knappe. Brauchen Sie vielleicht noch Statisten? Sie nicht aus dem Gefühl. Würde mir einfallen. Ich bin Nier. Nier? Kennen Sie König Nier? Ach so, doch, Nier. Natürlich. Oh Gott, das will bitte, lass es den Chefarzt sein. Na, muss es sein, wenn Frieden an Sterne strahlen. Das ist wirklich nicht, also ich... Friedrich Schiller. Wallensteins Nager. Natürlich lege ich die Rollen vollkommen anders aus als meine Kollegin. Ja, völlig anders. Könnte ich vielleicht mal... Nein, ich... Was schneit denn dort hinter mir? Tot. Noch nicht. Ganz tot. Ich bin zwar grausam. Barmherzig. Das war Othello. Aber am meisten liegt mir der Naturalismus. Ich bin das Schiller. Oder Freunde Julie. Oder Neance und Nena. Oder die Klavierspielerin von von den Sekunden an den Ort, den Leichenbestand und den Arzt. Sie sind absurd. Ich habe Steinbein-Titel. Wir rufen beim Katzen, oder? Der Reiseplan, die Reiseimpfungen, Toleratimus, Golfio, Covid. Das ist eine Perle gerade für einen Mann, der sich die Hörner schon abgestoßen hat. Mein Mädchen, meine Liebe, deine Augen, deine Nippen. Sie lässt mich nicht allein. Choram Publikum, nicht vor unseren Gästen. Wenn, dann ich. Ich bin zweiter Tenor im Extrakor. Du holde Kunst. Machen Sie irgendwas. Ich und Frau Doktor, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wer ich bin und was eigentlich will? Klavier! Kaiser von China oder der will den dicken Wilhelm machen. Warum lässt man am Strand der Spiegel alle Puppen tanzen? Warum gedeiht nur hier nur nicht die echte Berliner Platze? Ja, 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 das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihren Augen, Luft, Luft, Luft. Nun seht ihr das verkommt, Luft, Luft, dicke Luft, 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 diese Luft, Luft, Luft. Ja, 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 das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihren Augen, Luft, Luft, Luft. Nun seht ihr das verkommt, Luft, Luft, Luft. Das ist die Berliner Luft. Mutter hier! Oh, Taxifahrer! Schluss mit Berlin! Sie auch! Ich muss sofort zum Onkel. Nichts da. Das wäre der schlechteste Zeitpunkt. Und mein Geld. Alles. Nur jetzt den Onkel in Ruhe lassen. Warum denn? Seitdem er aus Berlin zurückgekehrt ist er geradezu... Au. Alfred, was war in Berlin? Ach, da war was, da muss was gewesen sein. Naja, muss, denn eine normale Unterhaltung ist mit ihm einfach nicht mehr möglich. Ich kann reden und reden und reden. Man merkt genau, dass auf nichts, was ich sage, Acht gibt. Auf überhaupt gar nichts Acht gibt. Er sitzt nur da, lächelt vor sich hin und nuschelt Unverständliches in seinen Bart. Naja, ein bisschen war das vorher auch schon. Und mehrfach hat er mich bereits Armanie genannt. Und ist dabei in so ein schallendes Gelächter ausgebrochen, dass ich wahrhaft erschrocken bin. Nein! Doch! Und vor lauter Zureden bin ich schon ganz heiser geworden. Und weißt du, was er dann zu mir gesagt hat? Nein. Nimm Kieselsteine in den Mund und geh am Strand spazieren. Daraufhin ist er in ein unbändiges Lachen verfallen, als wäre er... Oh Gott, schon wieder. Okay, ich bitte dir auch nicht jetzt. Nicht jetzt sonst. Raus, raus. Lachen Sie mich einfach aus. Übrigens hast du einen Alfred. Gestern im Iglu, heute im Hottentottenkral und vorgestern die Nebenfrau. Wegen Alfred wollte ich... Nein, sie sich nicht abhandelt, wenn sie im Haus hat. Was? Sprich doch deutlicher. Kennen Sie schon mein verkanntes Herz? Klapprot, ich frag dich ein letztes Mal. Was war in Berlin? In Berlin? Berlin war schön. Sag mal, lachst du mich aus? Oh, kannst mich ja zum Duell fordern. Und du kannst mich mal! Mann, ist der bescheuert? Sind wir zurück? Sprich doch deutlicher! Oh, mein Güte. Oh, ja, Berlin war hochinteressant. Oh, aber nochmal möchte ich den Insassen der Pension Schöller nicht begegnen. Nein, der Umgang mit diesen Patienten ist und bleibt gefährlich. Oh, ein Glück, dass diese Verrückten so gut weggesperrt sind. Also los? Oh, verdammt, immer noch verrückt. Ja. Wie verabredet? Um 8:30 Uhr mit dem Schnellzug nach Hamburg. Ach, da freut sich aber einer, du Schnapsnase. Ja, Kind, aber also, da gibt es noch einiges Logistisches. Nein. Du kommst mit, auch wenn ich dich mit Gewalt mitschleppen muss. Das sind ja schöne Aussichten. Ja, oh, in 3 Wochen sind wir schon auf hoher See. Ja, und 4 Tage später durch die Prärie zu Pferde. Kann ich reiten? Ja, nach dem 30. Sturz können Sie reiten. Oh. Ja, in Hamburg besorgen wir Ausrüstung, Zelt, Tabletten, Revolver. Revolver? Ja, unterwegs, man weiß nie. Und sei es nur, damit man einem widerspenstigen Kaffer den Prügel unter die Nase halten kann. Ja, hältst du nichts verreißen, sonst ich bang. Ich komm mit. Aber lass bitte das Ding weg, ja? Also dann, heute Abend 8:30 Uhr, ne? Ja, komm. 50.000, Hälfte Bar, Hälfte Scheck. Fantastisch. Und kein Wort zu nobody. Mach's wie ich mit Schöller. Also doch. Der weiß auch nicht, dass ich hier bin. Ja, wir freuen sich richtig. Ja. Ja? Ich soll noch ein paar Abschiedsworte schreiben. Abschiedsworte schreiben? Ich brauche was zu schreiben. Moment, perfekt. Ich habe ein Schreibzimmer, ein wunderbares Zimmer. Ehrlich gesagt habe ich nur gerade vergessen, wo es ist. Ehrlich gesagt, das ist immer so schwierig in diesem großen Haus, bis man sich zurechtgefunden hat. Das ist ja. Kommen Sie, weiter. Nein, ins Schreibzimmer. Schreiben Sie, lesen Sie, rauchen Sie, machen Sie, was Sie uns wollen. Und Sie kommen mit dem Geld. Ja. Bis dann, mein lieber Reisegefährte. Ja, auf Wiedersehen. Um Gottes Willen. Da kommt der Kerl einfach hierher und hält mir seine Knarre unter die Nase. Das was zählt denn für so jemanden schon ein Menschenleben? Oh Gott, mit Gewalt ist da nichts zu machen. Nein, mit List und Tücke hinhalten. Das mache ich klar. Und was machst du denn? Ah, die Tür verpackt jetzt hin. Die Tür, genau. Okay. Oh, ganz schwer, als es aussieht. Geschafft, da kommt er nicht mehr raus. Okay. Schöner telegrafieren, Okay. Kommen Sie sofort. Gefahr im Anzug. Nein, Moment. Gefahr im Verzug. Bringen Sie Zwangsjacken und Wächter mit. Am besten schwer bewaffnet. Sofort. Okay. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie zur Post bringen. Ich rufe diese Wäsche. Genau. Das klappt uns. Nein. Hast du versucht? bringen. Oh, verdammt, schon wieder. Oh, jetzt nur noch den Brief wegbringen. Ich bringe ihn einfach selber weg, was soll's? Also, Klapprot! Oh. Oh. Klapprot! Du wunderst dich bestimmt, warum ich jetzt hier sitze. Auf der anderen Seite. Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Ja, schon wieder eine Männerstimme. Schon wieder Besuch? Ja, schon wieder Besuch. Nein, 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 nein. Und der ist auch nicht mehr hier? Nein, nein! Der andere sitzt daneben, genau. Und der andere sitzt dort und schreibt. Und da der andere, also der andere dort hat ganz furchtbare Zahnschmerzen. Und dass der dort nicht gestört wird, ja, dort. Das geht über meinen Horizont. Ja, und da, dort. Ah, und das ist mein Keller. Den kennst du schon. Komm, runter. So. Nein, da, komm. Alfred? Tante! Passen wir zusammen. Rechts schreibt er, links schweigt er, in der Mitte seufzt sie. Aber ich habe keinen Tisch mehr. Ah, ich weiß es, Warum auch immer Amai das hier haben wollte. Naja, jetzt wird's wenigstens mal nützlich. Komm schon, Ich sollte überlegen, Immobilien zu machen. Na, komm schon. So, fertig. Das Telegramm, Ich bring's selber weg, was soll's. Ah, hier liegt ja auch schon was. Aber so schwer kann das ja nicht sein. Was soll's? Wir gehen über studieren. Yippie! Wow! Alfred, was war in Berlin? Dein Onkel. Ich kenne ihn nicht mehr wieder. Zwei Männer sind verschwunden. Was passiert? Doch, gerade jetzt und gerade heraus. Was Darstellerin. Ach so, hier ist es. Ja, hier ist es. Ja, mein Buch. Ja, ja, ja. Das bekommt sie gut hin. Klapprot. Ja? Was um Himmels Willen ist hier los? Zwei Männer sind verschwunden. Eine Frau wird beseitigt. Ich glaube, du hast noch nicht... Hast du etwas... Ich hab... Also... Amalia, beruhig dich! Ich hab... Ja, neues Berlin. Nein, Amalia, bitte, nicht jetzt. Komm, jetzt mach nicht so ein Szene. Wirklich, das wird alles wieder gut. Wir kriegen das schon wieder hin. Ich erklär's dir. Okay? Ich erklär's dir. Es könnte sein, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Besuch gleich irgendwann hier auftaucht. Nein, bitte irgendwann nicht. Jeden Moment. Bitte nicht. Ja, das ist allerdings wirklich... Man weiß nie, wann dieser Besuch irgendwann mal auftaucht. Das ist das Problem. Es kann jederzeit überraschend passieren. Oh Gott, oh Gott. Pass auf. Am besten setzt du dich schon mal hin. Nein, weißt du was? Ich bringe dich direkt einfach in meinen Keller. Komm, los. Rein da. Oh Gott, oh Gott. Das war auch erledigt. Meine Güte. Das ist aber auch alles heute ein Tag. Die letzten Irren. Oh, verdammt, nur noch 4. Was macht denn jetzt? Was machen Sie jetzt? Mein Hosenknopf! Ja, wo ist denn mein Hosenknopf? Ich kann meinen Hosenknopf machen. Denn ohne Hose bin ich ja gar kein Mensch. Mensch. Ja, wie lange wollen Sie bleiben? 2,5 Stunden. Also, egal was du jetzt siehst, glaub mir, ich habe nur das Licht. Eingetroffen. Oh, mein Verrückter! Schöller. Mein Name ist Schöller. Oh Gott sei Dank, mit welch Sehnsucht habe ich Sie hier? Oh bitte, Madame. Na, na, na. Ihr Empfang ist zwar sehr schmeichelhaft, aber... Welch Glück, dass Sie gekommen sind. Ich weiß gar nicht. Aber was ist denn das? Wir haben leider kein Zimmer mehr frei. Außer mein Schlafzimmer. Oh bitte. Überall sitzt oder liegt eine. Wollen Sie mir nicht... haben Sie die Depesche erhalten? Die Depesche? Dann haben Sie also keine Zwangsjacken dabei? Zwangsjacken? Und wo sind Ihre Wärter? Meine Wärter? Wo bin ich denn hier hingeraten? Dann können Sie Ihre Kranken ja gar nicht abtransportieren! Meine Kranken? Sagen Sie mal, wovon reden Sie denn eigentlich? Von diesem Löwenjäger Bernhardi zum Beispiel. Der ist hier? Und ein tobsüchtiger Major. Ach, der auch. Und eine überkandidierte Schriftstellerin. Auch die. Hm. Und so eine Kritik, die kein L ausspricht. Ich fass es nicht. Eugenia. eben hast du. Und das Allerschlimmste, eine Nymphomanin, die ihre Tochter mit meinem Bruder verkuppeln will. Ida, ich drehe durch. Ich fass es nicht. Übrigens, Plachwood hat sie alle eingesperrt. Eingesperrt? Aber warum das denn? Das fragen Sie noch? Passen Sie in Zukunft besser auf Ihre Kranken auf. Die können Sie doch nicht frei herumlaufen lassen unter uns normalen Menschen. Sagen Sie mal, wollen Sie mich zum Narren haben? Sie haften für Ihre Patienten als Direktor der Heilanstalt. Meine Familienpension. Eine Heilanstalt. ich weiß nicht. Ja, eine Familienpension, genau. Aber was ist mit den Patienten, die ausgebrochen sind? Ja, die sind so normal wie Sie und ich. Aber Klapproth meinte, Sie sind verrückt. Dann fürchte ich, dass er selber verrückt ist. Oh Gott, ich hab's geahnt. Ich hab's immer geahnt. Helfen Sie mir, bitte. Bitte. Hey, Fräulein, ich rede mit den sogenannten Kranken und bewege sie zur Abreise. Ganz diskret. Sie derweil suchen, in jeder Weise beruhigend auf seinen Seelenzustand zu wirken, bis ein tüchtiger Arzt sich seiner annimmt. Ich kümmere mich darum. Na. Ach, es wird alles. Alles wieder gut. Oh. Tantchen! Hier bin ich wieder und habe jemanden mitgebracht, der das alles wieder klarstellt. Pension Schöller.